Hättest du was Gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Das sind Vollidioten. Da fehlen mir die Worte. Entspannt euch. Schönes Interview von Bürgi gehört. Er hört ja nur auf Torhütermeinung. Der sollte sich lieber unsere Sendung mal zwischendurch angucken und soll auch mal auf uns hören, weil so wie der im Moment rumfliegt und die Bälle reinkriegt, scheint irgendwas nicht zu stimmen bei ihm. Ein Torhüter sollte auch mal in einer Saison in wichtigen Spielen auch mal Bälle halten. Wenn dein Arbeitgeber kommt und er gibt dir morgen 500.000, sagst du nee. Du willst sie genauso nehmen da hinten. Wer ist die erste Frau, die das Geld nicht nimmt? Ja, würde ich mir mehr Spannung wünschen. Und die kommt nicht auf, weil die Bayern in der... Ah, stimmt, die Bayern haben zu viel Geld. Weil wir müssen mal gucken, ob die Geld abgeben können an die anderen Vereine. Das ist so eine lächerliche Aussage. Die anderen, wie die Dortmunder zweimal deutscher Meister geworden sind hintereinander. Hat ganz Deutschland super die Bayern. Aber es wird mal Zeit, hast du da wirklich immer Wasser im Glas? Das ist ja Wahnsinn. Ist da wirklich Wahnsinn. Weil du gesagt hast, wir haben den Osten vernachlässigt. Wie hätten wir denn helfen sollen? Wir zahlen ja schon seit 30 Jahren Solidaritätszuschlag. Ja, das ist die eine Lösung. Ich war der Einzige in der Bundesliga, der geraucht hat. Ja. Na, du warst einer der wenigen, die dazu gestanden. Ja, also die anderen haben halt immer die Zigarette, wenn der Trainer um die Ecke kam. Ich saß immer am Wasserbecken, wir haben mit 8 Mann geraucht. Und auf einmal waren die Kippen, 7 Kippen waren im Wasserbecken drin. Und ich habe halt weiter geraucht. Ich lasse Ihnen das Gefühl, dass ich viel Bier getrunken habe. Dabei trinke ich nur Wein oder Wodka Lemper. Schambeinentzündung, Hilfe! Hilfe, die habe ich früher auch mal gehabt. Das hieß bei dir nicht vom Fußball. Aber nicht wegen Fußballspielen. Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Das sind Vollidioten. Natürlich. Verstehst du da? Und die Foren lassen das zu. So.